Seht unter Führung. Aber die ist ja komplett voll hier, da vorne ist sie. Voll Brombeeren. Check. Haken dran, keine Kondition. So, moin moin. Guten Morgen. Willkommen zu Tag 2 von unserer kleinen Survival-Tour. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Gut, sagen wir unserer Tour. Unserer Tour. Also wir haben ja immer noch diese Monster-Gepäckbomben da hinten dabei. Und das ist echt eine spannende Erfahrung, wie viel man damit laufen kann, bevor man zusammenklappt oder beziehungsweise nicht mehr kann und keinen Bock mehr hat. Hey. Und das testen wir gerade. Ja, meine Beine fühlen sich auch schon richtig scheiße an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Und das wird jemanden ganz besonders freuen. Liebe Grüße gehen raus. Und dann würde ich sagen, willkommen bei Halb so wild mit André. Und Alex. Auf geht's zu Teil 2. Wir laufen heute 23 Kilometer, haben wir vor, ne? Mal wieder. Oder 30. Oder 30. Ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Die Beine hergeben. Eigentlich habe ich auch gar keinen Bock mehr. Ja, nee, also heute Morgen war schwierig, aber gut. Ja, heute Nacht war schwierig. Ja, heute die Nacht. Beine. Ja, das stimmt. Die Beine. Ja. Aber gut, auf geht's. Auf geht's. Boah, und ich weiß auch schon wieder, wir haben viel zu viel Gepäck mal wieder dabei. Ich hab eigentlich gedacht, wir hätten mal schlau gepackt. Ja. Man nimmt immer zu viel mit. Das ist immer. Du denkst, ja, das könntest du noch gebrauchen und noch mehr essen. Und was, wenn das passiert, dann brauchst du das noch und am Ende weiß ich nicht. Ja, ja. Wofür habe ich Gaffertape? Ich habe eine ganze Rolle Gaffertape mitgenommen. Du hast mich doch ausgedacht deswegen. Ja, mach ich immer noch. Aus gutem Grund. Ja. Aus gutem Grund. Aber wenn ich habe eine Sonnenbrille dabei. Ja, die ist auch richtig gut. Sonst wink ich nie an eine Sonnenbrille. Ja. Naja. Und ich habe. Ja, der Axtkopf ist auch richtig gut. Sogar bei den immer brauchen. Ja, aber du kannst das tragen. Ja. Ja. Wie kam es eigentlich, dass du deinen Mora nicht mitgenommen hast und dafür das Puff? Ja, aus Gewichtsgründen. Aus Gewichtsgründen? Ja. Ich habe gedacht, okay, wollen wir irgendwas schnitzen? Müssen wir irgendwas spalten? Müssen wir irgendwie Feuer machen? Nein. Also, außerdem haben wir den Axtkopf dabei. Außerdem haben wir den Axtkopf dabei. Ich wusste ja, dass du wahrscheinlich schon wieder den Axtkopf dabei hast. Und dann habe ich gedacht, ja, wofür brauche ich überhaupt ein Messer? Weil, also ein Messer finde ich wichtig, immer dabei zu haben. So vom Gefühl her. Ja. So, aber am Ende. Man braucht es nicht so häufig. Ich habe damit Asami geschnitten, genau. Die hätte ich abbeißen können. Jetzt auch abbeißen. Mit meinen eigenen Zähnen. Ja, hättest du machen können. Wie ein Tier. Wie ein richtiges Tier. Genau. Habe ich aber nicht, habe ein Messer dabei. Also, ja, ich glaube, Messer. Kurze schneiden. Ja. Messer ist schon wichtig. Also, Messer ist schon wichtig. Ich weiß jetzt nicht. Aber es würde auch theoretisch auch ein kleines reichen. Also, zum Beispiel so ein kleines Victorinox. Genau, mit allem, was du letztens vorgestellt hast bei unserer. Ja. Genau. Oder noch eine Nummer kleiner, wo nur ein Messer dran ist. Genau. Also, ich weiß nicht, ob wir da mal hinkommen irgendwann. Ich glaube, viele sagen ja so, auch bei so Wanderungen, die meisten, die Unerfahrenen, die nehmen meistens viel zu viel mit. Und die Profis, die laufen, haben in so einem Turnbeutel durch die Gegend. Ja. Und vielleicht kommen wir da noch mal hin irgendwann, ich weiß es nicht, aber... Ich wollte, ich will auch gerne mit dem Turmbeutel gerade durch die Gegend laufen. Ja, gefühlt schon, ne? Ja. Ich will, was ich wichtig finde, ist halt das Wasser. Ja, das stimmt. Da sind 2-3 Kilo gerade bei mir auf dem Rücken, aber... Ja. Ja gut, Wasser brauchst du auch. Ich merke das auch, ne, wenn du nicht genug trinkst. Wobei wir schwitzen ja irgendwie gefühlt gar nicht hier, weil es so kalt ist. Ja. Wir haben eine gute Temperatur einfach. Ja, aber du verlierst ja trotzdem Wasser und wenn ich nachtankst. Ich glaube, du vergisst auch manchmal zu trinken, weil... Wenn im Sommer schwitzt, dann weißt du, okay, komm, da muss jetzt, aber da muss natürlich noch mehr reinballern an Wasser. Ja, hier ist das so, man denkt gar nicht drüber nach. Ja, stimmt. Ja. Und mit dem Wasserfiltern hier in der Gegend stellt sich auch ein bisschen schwierig dar. Ja. Weil das meiste Wasser ist halt hier in den Gräben, an den Feldern. Ja. Und durch die Gülle ist das natürlich nitrathaltig. Ja, sehr nitrathaltig. Stimmt. Ist natürlich gut, wenn man Verstopfung hat. Aber ich weiß nicht, ich habe gerade keinen Bock auf Durchfall. Nee, ich auch nicht. Nicht so wirklich. Nee, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich meine, klar, Viren und so, das kannst du mit Filter mit dem Ding. Ja. Aber ja. Nitrate und so ein Kram kriegst du ja nicht raus. Der Survival Martin hat das ja mal getestet mit seiner eigenen Pipi. Hat er gemacht, ey? Hat er echt gemacht. Der meinte, das hat er salzig geschmeckt. Ja, die Salze kannst du ja auch, weil Mineralien und so weiter sind ja auch da drin im Wasser, die kriegst du ja auch nicht, die sollen ja auch nicht gefiltert werden, das ist ja auch Quatsch, glaube ich, ne? Aber auch mal Abwasser damit gefiltert. Also bei sich aus dem Bunker. Okay.
weiß ich echt nicht, ob das hier so gut ist. Aber im Zweifelsfall wahrscheinlich besser als nichts. So ist es. Also, ne? So, ich muss mal links. Jo, dann laufen wir mal weiter, ne? Ja. Haben wir noch ein bisschen was vor uns heute. Ja, vielleicht. So, hier soll jetzt der Wanderweg sein. Beziehungsweise ein Weg, in dem wir unter der Autobahn, die da vorne herläuft, hier, glaube ich, die Unterführung. Drunter herlaufen können. Ich glaube, wir müssen einfach. Ach, da. Da ist auch so eine Brücke. Okay, was ist hier für Autospuren? Was macht man denn das da vorne? Ich würde erstmal hierher. Oder? Das wird eigentlich immer gut. Immer bin ich Freund von. Aber da vorne ist ziemlich viel Dornengestrüppel. Wie heißt das hier? Ja, wenn wir ein bisschen am Ende gehen. Ach, da vorne ist die Unterführung, da hinten. Da sieht man, da durch, ja, ne? Das ist ein bisschen. Stimmt. Dann gehen wir, ich glaube, wir müssen da unten runter. Dann gehen wir doch da, ja. Dann ist es sicher. Gleich sind wir bei wieder zwei, ey. Menschen auf der Fahrbahn. Achtung, A1. Personen auf der Fahrbahn. Personen auf der Fahrbahn. Definitiv, dass hier die Autobahn ist. Aber wie man es kennt, man kommt da nicht einfach manchmal so rüber, ne? Oder drunter her. Aber Alex hat einen Plan. Okay, hier kriegen wir natürlich richtig schön nasse Füße. Ey, hier kriegen wir richtig nasse Füße, ne? In der Wiese hier. Guck mal, schön, dass hier aussieht. Seht ihr Unterführung? Aber die ist ja komplett voll, hier, da vorne ist sie. Voll Brombeeren. Ja. Scheiße. Da gehen wir mal durch. Ja, geil, das ist scheiße, ey. Alter, da kommen wir wieder durch, guck mal hier. Krass, ey. Das weiß keine Sau, ne, dass hier oben auf der A1, hallo, Tag, man einfach nur herlaufen kann. Also, könnte. Könnte. Was wir auch jetzt machen. Okay, also, Rainer. Schön, dass es auch komplett Brombeeren sind. Aber hier scheint schon mal jemand durchgelaufen zu sein. Hier gibt es nämlich so einen Pfad, könnte natürlich auch ein Tierpfad sein. Cool. Nee, man könnte ja auch Brücken laufen, aber nicht mit uns, ne? Dann wären wir nicht mal halb so wild. What's that hier? Alles halb so wild. Alles halb so wild. Aua! Kannst du den mal einen wegmachen? Warte. Danke. Okay. Kommst du durch? Warte. Ja, weiter. Ja. Ja. Ist das hier ein Lost Place oder was? Ey, hier kannst du auch super schlafen, Anni. Mega. Ey, wie sauber kannst das ist. Wie sauber? Komm hier. Richtig gut schlafen wollen. Ey, hier hätten wir nicht trennen können. Boah. Da haben wir ein paar Ratten gehabt noch? Glaube ich nicht, ne? Das ist doch richtig, das sieht hier angenehm aus. Aber wofür haben die sowas gebaut hier, weißt du? Ja. Was? Gegenstände. Haben wir jetzt hier Gegenstände? Bundesstraßenbauverwaltung. Ja. Busanstraße NRW. Sieht echt top aus hier. Ja, genau. Bisschen getaggt, aber. Da könnten wir auch. Ja, würde ich sagen. Lass ja mal. Das wäre eine Idee. Das sieht nach voll. Ja. Ach, was das sein kann? Das war Eichen, eine neue frische Eichen. Ah. Ich habe nämlich gelesen, dass diese Eichenpräzisionsspinne die Schafswolle nicht mag, einfach nur Schafswolle rankriegt. Die dann laufen die hoch und machen die Wolle kaputt. Geil. Deswegen machen die auch irgendwie Wolle. Ja. Hallo. Hallo.
Sieht auch schweißtreibend aus hier. Oh ja. Oh, oh, warte mal, ganz kurz. Ihr kommt gerade wie gerufen. Oha, was kommt jetzt? Du hast da so was Schönes, 5.0 da. Das könnte ich gut gebrauchen. Wir können ja einen Deal machen, weil ihr sagt ja, Wanderfreunde, Wasser ist für euch gesünder. Ja, auf jeden Fall. Aber es muss was getan werden. Ja. Gar keine Frage, da bin ich auch... Definitiv. Genau. Deswegen laufen wir auch. Ja. Wir laufen für Frieden. Weltfrieden und was noch? Und Klimaschutz. Warte mal eben, ganz kurz. wir haben heute schon getrunken. Nee, das war geheim. Ich glaube, das nennt sich dann bei euch Frieden 5.0. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich werde uns auch gleich nochmal schön in die Rüstung ballern. Ja, ja. Also, Männer von Flake. Ja. Haut rein. Haut rein. Ciao. Black Friday. Oha. Was? Was ist los? Zehennagel in. Hä? An meinem kleinen Zeh ist eine Kante und die hat sich gerade in den anderen Zeh gebohrt. Ah, scheiße. Musst du dir mal abschneiden, oder? Ja, muss ich mal gleich gucken. Ja, vielleicht sollen wir mal eben Pause machen. Nicht, dass die, ja, so eine Bank. Die Baustellen zu groß werden bei dir. Die Bank. Aber ich habe auch einen Zehennagel, der piekst mich schon gestern schon. Ja, aber ich glaube, der geht nicht. Ich habe auch nichts abgeschnitten. Der ist, glaube ich, zu lang. Wir haben auch nichts zum Abschneiden dabei, okay, oder? Wir haben alles dabei. Wir haben eine Axt, einen Spaten, eine Säge. Aber ich hab, glaube ich, in meinem Erste-Hilfe-Set eine kleine Schere. Das ist sehr geil. Die könnten wir nämlich nehmen, da können wir das abschneiden. Ich würde dann auch meinen rechten. Das ist ja mein kurz frisieren. In Fuß, ja. Mit einem hässlichen Fuß oder was? Mit hässlichen Zehen. Film hat nicht so auf die Zehennägel drauf. Achtung, Triggerwarnung. Es könnte Zehennägel zu sehen sein. Nagelpilz. Nagelpilz zu sehen sein. Ich kann Werbung für Nagelpilz machen. Genau. Ich gucke auch mal kurz in meinen Nagelpilz eben rein. Ich glaube, der ist auch ein bisschen am Zwicken. Ja. Also, das muss sein, ne? Also, ich sag mal so, die erste Blase. Muss auch dabei sein, ne? Finde ich. Ja? Schau mal eben hier rein. So, Achtung, jetzt könnte Blut zu sehen sein. Okay, das ist hier ein bisschen hier. Der Zehennagel hat sich da reingebissen. Oh ja. So, ich würde sagen, ich hätte die aber vorher schneiden können, ne? Hättest du mal schneiden können. Ich schneide die mal eben ein bisschen ab. Dann müsste es meistens schon besser sich damit erledigt haben. Boah, das Blasenpflaster ist echt geil. Du hast einen Nagelklipser dabei? Ne, ich habe so ein kleines Leather mit. Ich empfehle echt, mach dir eine vernünftige Erste-Hilfe-Set, wo du auch Zeug dabei hast, was auch wirklich sinnvoll ist. Ja, weil alleine Schweizer Taschenmesser, da wäre eine kleine Schere dran gewesen. Ja. Und wir nehmen unsere oder teuren, schweren Messer mit. Genau, und du machst irgendwas, hast einen scheiß Splitter im Finger, du kriegst ihn nicht raus ohne Pinzette. Ja. So. Mein Taschenmesser oder hier so ein Ding und dann... Ja. Und halt eben, ja, ne, Blasenpflaster hat kein Erste-Hilfe-Set, hat ein Blasenpflaster drin. Ja, was aber brauchst ist so wichtig. Du? Wann brauchst du Pflaster? Ja, keine Ahnung, Kinder brauchen Pflaster. Ja. Ja, aber nicht erwachsene Survivalist. Nur die Spitze? Ja, die Spitze. Die andere Zähne. Also es ist auch mal schön, einfach zu zeigen, wie man sich die Nägel schneiden kann. Einfach mal so ein Do-it-yourself drehen. Wie schneidet man sich die Nägel? Im Wald. Mit dieser wunderbar. Ich mach die anderen gleich für dich hier. Ja, mach mal alle. Da wäre ein bisschen Content da. Leg die am besten nochmal hin. Ja. Das ist echt ein schöner Wald hier. Und man trifft hier auch einfach nette Leute. Ja. Mega, ey. Das ist halt charmant am Ruhrgebiet, ne? Ja. Das ist einfach, da kommen wir beide auch her. Ja. Wir haben so nämlich die resozialisiert einfach im Ruhrgebiet. Wächst einfach. Und wir haben halt auch die Grenze vom südlichen Münsterland überschritten, ja, und auf einmal wurden die Leute nett, ja, und anders. Ja, das ist wirklich so. Ja. Oh Gott. Das ist ganz anderes. Das ist echt verrückt. Ja. Also nicht, dass die anderen nicht auch nett waren, nein, aber die waren so in sich gekehrt halt. Ja, der Westfale halt. Der gemeine Ostwestfale. Ja. Wobei ja, Münster ist halt richtig Westfalen. Ja, stimmt auch wieder. Da, das ist halt, ja, das ist halt kein Gerücht, das ist ein Gerücht. Ja. Ich hab's hier auch nicht. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich für eine Rotze? Ja. Ha? Gute Frage. Sieht ein bisschen aus wie Senf. Von gestern Nacht. Senf von gestern Nacht. Von der Nacht. Weil du morgen hast die Senftube. Hast du dir noch eine Wurst genommen? Nee. Die habe ich am Boden gesehen, die Senftube. Ah. Wahrscheinlich haben wir die... Na gut. Naja, was soll's. So stehen. Ja. Wieder unsere Senfspiele.
legendären Senfspiele. Die legendären Senfspiele. Also ich glaube... Willst du vielleicht Pflaster noch drumherum machen? Nee. Ist ja schon trocken. Ja. Alter, das Blasenpflaster ist so geil. Ich merke nichts mehr. Ja, geil. Wie viel hast du davon dabei? 50 Stück oder so. Ja, geil. Kannst du noch ein paar Blasen hier laufen? Ja. So auf die Nase kleben. Also das ist halt eigentlich selbst bestellt. Das musst du einfach machen. Ich habe hier, guck mal, Blasenpflaster. Das ging durchfallen. Eins, zwei, drei, vier Stück, glaube ich. Und dann die guten, nicht irgendeine Scheiße aus dem Irgendwo-Land, sondern hier diese guten Concompet, das sind die besten. Ja. Kannst du empfehlen, Leute. Werde ich Montag auch erstmal besorgen. Wenn du eine Blase hast, und dann kannst du ja nichts mehr machen, weil du einfach die ganze Scheiße, diese Zeit auf dieser Blase rumhackst. Ja. Das Ding. Da unsere Tabletten runtergefallen. Die guten Ibu 800. Ja? Oh, geil. Das ist natürlich nur auf Rezept. Ja. Aber die brauchst du halt, wenn aber du richtig die Scheiße am Dampfen ist. Brauchst du schon mal... Was richtig, was vernünftig. Weißt du, was wir jetzt gleich mal brauchen könnten? Ja. Nein, schön einen halben. Nein, ein Humpen. Ein Humpen. Ein Humpen. Ja. So, wir schalten euch gleich wieder dazu. Ich mache mal meine Schuhe zu und dann geht's weiter. Ja. Sag mal, auf diese Strapazen. Trink das mal ein, ne? Auf jeden Fall. Cheers. Haben wir so eine Kamera, dass der Typ da gerade, der Baumfell-Typ, uns mit uns hier die 5-0 haben wollte, unbedingt. Ja, ja. Und mit uns eine Flasche Wasser teilen. Ja, Flasche also, Wasser teilen. Am Arsch. Ja, der hat wohl gedacht, wir kommen aus dem Münsterland, oder? Ja. So, was ist denn das für eine Straße? Das ist aber keine Autobahn. Nee. Mit orangen Westen. Prostituieren gegangen, was ich auch gut finde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die dazugehören. Wir können die mal, wir können die fragen. Aber die haben auf jeden Fall eine Büchse in der Hand. Guck mal, alle drei. Wir müssen jetzt überwältigen. Ey, geil. Können wir die mal, du musst mal fragen, ob wir die mal anfassen dürfen, die Büchse? Gehen wir auch mal ballern. Hätte ich Bock drauf. Guck mal, die warten hier, ob es rauskommt hier. Ja, das ist eine Treibjagd, denke ich mal. Alter. Die warten jetzt einfach hier. Warten hier, und die anderen scheuchen halt die Tiere raus. Stimmt, und dann, ja. Und dann schießen sie drauf. Okay, lass uns mal warten, was hier passiert. Ja, das kann ewig. Oder? Wir haben hier das Waldstück eingepeist. Was für Schweine, ne? Aber irgendwie auch geil. Das ist halt, der Mensch ist halt ein Raubtier, ne? Ich meine, wir halten Kühe in den Ställen und sagen, ja, das ist okay. Aber wenn wir hier ein Wild erjagen, das ist dann nicht okay, oder was? Guck mal, die machen da echt einen Rückjagd. Deswegen die anderen gelben Westen von der Seite gekommen und hier... Die denken wahrscheinlich, wir sind irgendwie Aktivisten. Wir können mal sagen, wir sind Jägeraktivisten. Oder wie heißt das? Gegen die Jagd? Sind wir ja gar nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also so ein schönes Wildbret, was gibt's Besseres? Ja. Mm, oder ein schönes Wildschwein auf Wildschwein-Salami? Mega. Oh, ja. Wildschwein-Salami kann ich empfehlen. Und obwohl Wildschwein, so ein Wildschwein-Steak habe ich noch nicht gegessen. Oder so ein schönes Wildschwein-Filet? Ja, oder Gulasch. Oh, geil. Mega. Wir können mal kurz fragen. Meinst du, das ist erlaubt? Nee. Die sind so konzentriert bei der Arbeit. Die wollen bestimmt auch nicht gefilmt werden. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht gefilmt werden wollen. Aber wir haben ja unkenntlich, ist ja alle unkenntlich. Aber ich würde mal kurz gucken, was die da so machen. Haben ja so einen wir haben ja so einen Bogen dabei, den die ausfüllen. Stimmt, eine Einverständniserklärung. Okay, machen wir die Kamera aus. Weil meistens nervt mich das Schnarchen. Die Rausche dabei habe ich aber nicht genutzt, weil das hat mich bei euch gestört. Ich habe halt mehr so ein süßes Schnarchen. Du hast ein süßes und knuffiges, weißt du? Ja, genau. Das ist nicht so, penetrant, weißt du? Ja. Das ist knuffig. Ja. Pipi machen. Wir haben es auch schon fast bis nach Berne geschafft. Ich schätze mal, da vorne die Häuser, die man am Ende der Straße sieht. Ja, da ist die Kirche gemacht. Wo ist die Kirche? Da müsste Werner schon sein. Weißt du, mein Papa hat noch gesagt, dass wir auf der letzten Tour extrem geschnaubt haben. Das ist dieses Mal aber gar nicht. Aber weißt du, woran das liegt? Keine Berge. Ich sage jetzt gute Konditionen, aber... Ja, cool, keine Kondition haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Boah, check. Haken dran, keine Kondition. Genau. Wie du immer schön sagst, wir machen das auch zum ersten Mal. Ja, genau. Wie
Wir machen die Fehler, damit ihr die nicht machen müsst. Genau, ihr nicht wandern müsst. Dann das Dezember, schön, Dezember. Herzlich willkommen, Werner. Mit Alex. Und eine heiße Zitrone. Und eine heiße Zitrone und unser Kreislauf und unser Körper sagt auch, leck mich am Arsch. Gerade. Aber wir werden mal sehen. Wir essen jetzt die Pizza auf. Und dann entscheiden wir. Ja. Was wir tun. Ja, entweder wir haben eine Thai-Massage gesehen eben. Oh, da kommt die Pizza. So. Wir haben uns entschieden, jetzt nach über der Hälfte. Ja, sagen wir uns entschieden. Wir wurden gezwungen. Unsere Kondition hat uns gezwungen. Muskelkater. Hier und jetzt. Kreislauf. Aufzugeben. Alles. Das ist ja. Halt, wenn man untrainiert, unvorbereitet sowas machen will. Ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Also macht das nicht zu Hause nach, oder vielleicht, doch, wenn ihr besser trainiert seid. Aber also das war ja schon eine coole Tour. Ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich immer mega viel zu viel gesagt. Ja, wie immer viel Gepäck. Zu viel Gepäck. Und die Strecke zu weit. Ja. Aber ich fand die Tour, also man hat es jetzt gesehen im Video, wenn man ein bisschen geguckt hat, dass es ganz lustig war. Und ich fand es, also auch wir hatten Zeiten dabei, wo wir sagten, mega geil. Mega. Aber jetzt gerade, meine Schienbein tun weh, mein Unterschenkel. Ja, Kreislauf war eben Marsch. Und wir sollen mal sagen, wir sind halt auch keine Superhelden, ne? Auch wenn das immer alle. Wenn das so aussieht. Also Leute. Ja, ja. Also wir haben das Glück, wir können uns abholen lassen. Wenn ihr so eine Tour macht, dann sorgt dafür, dass euch einer abholen kann. Genau, oder irgendwo ein Zug ist. Ja, in dem Sinne, alles halb so wild. Ja. Wir werden auf jeden Fall unsere Ausrüstung nochmal durchgehen. Ja. Höchstwahrscheinlich im nächsten Video. Und was wir alles rausschmeißen können. Ja, einiges. Ja. Einiges. So ist es. Alles klar, haut rein, macht's gut. Wir würden uns über ein Abo freuen. Ja, auf jeden Daumen Fall. Nach unten oder Daumen nach oben. Habt einen wunderschönen Tag. Alles halb so wild. Macht's bis gut. Demnächst. Ciao, ciao. Ciao.